Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ark Aberration Ascended. Schön, dass ihr da seid. Es ist endlich mal wieder soweit. Es gab eine neue Aufnahmesession, beziehungsweise es gibt für mich jetzt gerade eine. Und zwar ist für mich jetzt heute Samstag früh morgens am Aufstehen. Das heißt, entsprechend bis zum jetzigen Punkt bin ich mit den Kommentaren up to date. Da gucke ich gleich nochmal kurz rein. Praktisch muss ich gerade warten, bis das Spiel sich gefangen hat. Okay. So. Ja, ich hab ein bisschen gut gespawnt. So. Dann. Jo. Ältlichen Grenzen, aber alles gut. Kann ich? Ja. Oh. Ja, irgendwie läuft das gerade nicht so flüssig, wie ich es gern hätte. Ah, egal, es läuft. So, erstmal. Wir waren ja gerade dabei, unsere Rocktracks zu züchten, beziehungsweise groß zu ziehen. Ich glaube, ich habe ein bisschen noch Zeit laufen gelassen, bevor ich da ein paar Tage verschwunden war. Das heißt, sind, glaube ich, ein paar Prozente im Vorsprung im Vergleich zur letzten Folge. 91%. Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, bei wie viel Prozent ich euch das letzte Mal dabei hatte. Aber wir sind jetzt bei 91. Das ist eine super Sache. Die sind, glaube ich, alle zu 100% schon imprinted. Ja, perfekt. Alles supi. Das Spiel fühlt sich gerade wieder furchtbar unflüssig an. Also irgendwie es geht. Aber zwischendurch muss ich mal gucken. Egal. Ich werde schauen. Das wäre auch das Ziel für heute in der Folge, dass die im ausgewachsenen Zustand aus Gesellschaft leisten. Das heißt, das Gute an dem Ziel ist, wir müssen uns abwarten und Tee trinken. Schau mal ganz kurz, habe ich schon einen Sattel vorbereitet? Ja. So, muss ich mal ganz kurz. Draco. Draco. Draco ist ja er. Gib dir den einfach schon mal ins Inventar und dann ist gut. Dann kann ich das zumindest nicht mehr vergessen. Wie? Alter, die Lags. Okay, gab's wieder Updates oder was? Muss man mal gucken. Wenn sie ausgewachsen sind, also zumindest Draco, die anderen sind mir gar nicht mal so wichtig, weil Draco ist der Auserkorene für lass uns mal Spaß haben, würde ich gerne mit ihm einfach die Tour machen und unten hier vielleicht diesen komischen Graben einfach ein bisschen weiter erkunden. Zwischendurch sollte ich vielleicht vorher ein bisschen leveln, damit ich mehr Life und mehr Ausdauer habe. Also so Standardprozedere. Oder drin. Sehr gut. Sehr gut. Hier läuft Metall fleißig durch, ne? Ja. Irgendwelche größeren Projekte könnten wir noch mal was mit Eisen machen. Ich muss einmal ganz kurz. Ah. So, unser Lämpchen to go läuft auch wieder. Ach, brauche ich gerade Strom? Oh. Ja, ich habe ich auch genug für alles, ne? Was ist nicht? Haben wir unsere Anzüge fertig? Oh, schick. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, ich müsste doch mal einen Helm machen, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, genau, lass uns aber den vierten Anzug fertig machen. Ich glaube, das war sowieso so ein Ziel, was ich irgendwie hatte. Einfach nur so aus Prinzip. Hat. Rüstet. Ja gut, kein Ding. Dann geht's los, holen wir uns ein paar Crystals. Ich glaube, ich mache das wieder mit der Rollratte zusammen. Irgendwie ist das gerade mit den Frames nicht so geil. Und das ist übrigens nicht die Rollratte, falls das irgendjemand interessiert. Was ist denn mit mir? Egal, früher Morgen. So, ich park dich da. Du folgst mir nicht mehr. Dann hol ich mir jetzt die Rollratte ran. Ich
weiß noch, dass ich irgendwie die Fernbedienung, die ich jetzt habe, nicht benutzen wollte, weil ich an den alten Standort zurück wollte. Irgendwie so war mir da. Wo ist meine Rollratte? Da. Ah, ja. Gute Rollratte. Inventar. Aufgeräumt genug. Du hast doch viel zu viel Platz. Das ist eine super Sache. Wo holen wir uns denn am besten Metall? Eigentlich unten in der verstrahlten Zone, oder? Wow, cool. Ich habe auch keine Rüstung an, ne? Ich hält. Ich glaube, dass die Frames überhaupt nicht hin. Ich spiele mal ganz kurz rum und schau mal. Ja, schau mal. Bis minimale Punkte geändert und dann ist es sichtlich, dass es ein bisschen was bringt. Was? Achso, der Raptor. Raptor sitzt so dumm. Genauso wie ich fragte gerade, wo kriegen wir am besten Metall her? Aber eigentlich geht es ja gar nicht um Metall, sondern um Kristall. Cool, ich werde sterben. Blaupilze hat keiner da. Doch, du hast hier gib mir mal ein paar. Nee, nicht die. Die. Finde ich ja noch ein paar. Bevor ich tot bin. Du fischst ja nur noch jetzt die seltenen Pilze raus. Hab dich auch lieb, Spiel. Vielleicht sollte ich auch mit so einem Anzug einfach hier auf die Tour gehen. Werde gleich so tot sein. Und irgendwie. Ah! Das war ja jetzt ehrlich gesagt nichts ganz Unerwartetes. Ich schlage jetzt einfach mal vor, ich nehme mir einfach einen normalen Anzug auch mit, dann habe ich diese ganzen Pilzprobleme gar nicht mehr. Ach, kommst du damit zurück oder wie läuft das jetzt? Ja, cool. Gib mir mal einen Anzug. Bitte, danke. Zack, 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 zack. So, Brustpanzer habe ich definitiv eingepackt, um es klarzustellen. So. Home alt. Also, ich dachte, ist heute erstmal wahrscheinlich gar nichts. Da ich jetzt wieder zu blöd war, um ins Spiel reinzukommen. Passt schon. So. Ich versuche das Ganze mal zu Fuß. Ist wahrscheinlich furchtbar dumm, weil ich damit den Anzug kaputt mache. Aber vielleicht auch nicht.
nicht gleich gerade eine Piranha-Horde um die Ecke kommt, könnte das funktionieren, weil so super viel Gefahr ist der hier gar nicht zwischen. Hopp. Speedo. Ich wollte mich gerade schön umdrehen und den blöden Piranhas ins Auge gucken. Na? War eine kleine Nummer größer. Upsi. Sieht irgendwie aus wie so eine Bob-Tate-Notiz. Where we ain't in Kentucky no more. I can tell you that. Never heard of a cave this big and sure as hell ain't. Oh Gott. Heart of no glowing rocks. Even Uncle? Chester? Ich bin da mal raus aus der Nummer. Es wird sonst nur peinlich. Ich lese mal kurz still. Ein Tribe von Mutanten-Eichhörnchen rennt zur Regierung? Okay. Ist okay. Oh, ein Yeeling. Nein! Nee, gleich der scheiß Anzug schon kaputt geht, krieg ich die Krise. Gut, das ist aber auch wieder ein selbstgewähltes Schicksal, muss ich sagen. Habe ich mir selbst eingebrockt dann. Ah. Oh. Moin. Machst du den Feiglinge? Ah, ist okay. Ich finde, die Rollratte hat auch ohne Licht schon eine ziemlich gute Figur gemacht gegen die. So. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie schlimm hat es mein Anzug? Ach, das hält sich an Grenzen gut. Zumindest bin ich jetzt hier vor Sporen sicher. Ich muss das Klatschen schon wieder neu sortieren? Okay. So. Und direkt kommen sie wieder angerannt. Also wirklich. Ich laufe jetzt einfach mal entspannt runter, ob ich noch mal eine Kristalle finde. Leute! Okay, Schläge für alle. Kein Ding. Oh. Level 100. Oh. Ich habe kein Chitin, oder? Nein, ich habe kein Chitin. Oh. Oh Gott.
Kinderüberfall. Und kein Chitin. Oh, ist das fies. Leuchtkäfer. Ach, ich habe meine Sachen gar nicht gelootet. Ah. Mist. Sushi-Team? Nö, ne? Kann ich ja mal fragen. Ich hab da noch die Leuchtkäfermöglichkeit. Wo soll ich meine Rollratte? Da unten. Toll, wie sie mir folgt. Nämlich irgendwie gar nicht. Es tut mir leid. Habe ich 11 Chitin, das ist ein Anfang, oder? Ist hier noch ein Leuchtkäfer? Wir müssen da unten über der Kosmo sein. Oh, ich hab. Der Kosmo hängt an mir. Wo ist er denn? Hä? Oh, ich weiß nicht, wo er ist. Ease. Fast. So, einen brauche ich noch. Rotes Licht, das heißt, ich darf mich nicht bewegen. Ha. Wie soll ich denn hochkommen? Muss ich jetzt warten? Spielen wir noch? Das war aber auch echt eine ganz schön fiese Nummer, dass er da oben auf dem Felsen war. Das war so nicht nett. Da bist du jetzt echt beleidigt. Wollen wir weiterspielen? Nein? Boom. Oder muss ich aus der Renderreichweite gehen, damit du mich wieder lieb hast? Ja. Bist du jetzt wieder schick mit mir? Ich hab Chitin.
Hä? Und wieder da. Oh. Ich versuch's einfach mal. Es ist so doof. Oh, das ist fies. Ah, danke. Wir haben einen neuen Cosmo. Level 149. Okay, dafür, dass ich ein paar Kristalle holen wollte, ist das jetzt interessant. 419 Charge. Warte mal, ein Scheinhorn hat einen Tracker, ne? Bist du getrackt? Ja. Gut, Shiny, ich hab dich ganz doll lieb. Du bleibst da. Dich hole ich über die Fernbedienung bzw. über einen Teleporter wieder nach Hause. Dafür haben wir jetzt wieder ihn hier. 35. Aha. Okay, ich habe heute nicht einen einzigen Kristall gesammelt bisher. Oh. Entschuldigt, Leute. Ich muss noch drei Schäden hier angerichtet. So, jetzt zumindest ein paar Kristalle zum Abbauen. Ach, ich bin im Nameless Endlichkeitsverfahren schon wieder mit drin, ne? Ah, es ist ärgerlich. Ach, jeder kann jetzt hier verfügen. Mache ich die doch mal ganz kurz kaputt. Ich habe jetzt zumindest ein paar Kristalle. Oh, Leute, ihr nervt. Ihr nervt ein bisschen zu sehr. Direkt in die andere Kampfmusik rübergedriftet, ne? Ah. Okay, doch, Nameless. Die kommen noch hinterher. Ah, probieren wir mal. Danke. Oh ja. Ich suche doch hier gerade meine Kristalldame. Oh, Kristalldame. Okay, das liegt mit den Gegner. Ich baue einfach mal gemütlich weiter ab. Das kommt schon klar. Okay. Bin mir gerade nicht sicher. Haben die Rollratten aufgehört, nachzuspawnen hier?
Ja, wir sind ja auch außerhalb ihrer Wohlfühlzone, oder? Okay, dann. Gut, fertig, sehr gut. Oh. Reiner Kuss, würde ich sagen. Nein. Waren sie noch. Die Link angerempelt. Upsi. Fuck, ist das ein Eif? Oh. Das wären natürlich ein paar EP, ne? Geh weg. Wir haben Alpha-Kakinos vor der Haustür. Das wäre doch was für unseren Draco. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Oh, sie sind alle ausgewachsen. Jawohl. So, Shiny. Du hier. Und Anku hier. Ja. Also ich finde, die ganze Dream-Mode macht das Leben echt ein bisschen zu einfach. Aber gut da. So, ich hatte ursprünglich nochmal die Kommentare vor. Wir wollten jetzt mittlerweile das Kommentar erstmal finden. Hi Zäh, wenn ich das richtig verstanden habe, solche Aussprache. Ich habe jetzt die Information bekommen, wie ich theoretisch in Bibo hätte die Eier brüten können. Ich habe das gar nicht so falsch gemacht. Ich hätte das Ei in ihr Inventar packen müssen, um dann rechtsklick Breeden auszuwählen. Und dann wäre in dem Inventar von dem, ich weiß vielleicht auch am Sattel, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dann wäre das Ei ausgebrütet worden, dann hätte man sich den ganzen Spaß mit den Klimaanlagen sparen können. Das semi-gut ist, ich habe sie ja trotzdem nicht umsonst gebaut, weil Bibo hat es ja nicht mal geschafft, hierher lebend anzukommen. Das ist so der nächste Knackpunkt, der ein bisschen unglücklich war. Aber hey. Passiert, du bist bei 35 Schuss hast du. Cool. So. Nee, oder? Machen wir mal die Kristalle und das Metall raus. Stein? Kristalle? Da hört es auch schon wieder auf, ne? Hier kann ich noch ein paar Blau. Ach, ich habe viel zu viel Blau. Tuh. Blau, wow. Ich versuch's beim Blue. Ja, ein paar rote wären ganz cool. Egal, das weiß ich nicht. So, dann müsste der Inventar jetzt ja eigentlich schon wieder aufgeräumt sein. Genau. Bisschen Holz und. Ja. Kein Problem. Wichtige Ziele sind erreicht. Da sind unsere neuen Rockdrakes. Draco, 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 Draco. Draco. Jahre. Und schon 6000 Reif. Oh, sehr gut. Das dürfte es uns etwas einfacher machen. Was hast du als Trade? Protected. Protect, okay, beim Rider. Dann 100% Imprint. Gut, waren die vorherigen auch. Yeah. Beim nächsten Mal geht's mit Draco auf Tour. Mich interessiert tatsächlich jetzt schon der. So, ich gehe einfach nur den Buff von der Protection. Ah, cool. Mich interessiert jetzt einfach schon der Alpha-Kakinos bei uns vor der Haustür. Ich meine, im besten Fall kann ich einfach abhauen. Wenn etwas schief läuft. Wir haben wieder einen Cosmo. Ich glaube. Aus Prinzip lasse ich ihn trotzdem hier. Darf bei den Klimaanlagen ein bisschen chillen.
Und du brauchst einen Helm. Ganz wichtig, ein Helm. Kleidung. Kleidung. Eigentlich ist mir egal, was für ein Helm, Hauptsache Helm. Jo. Genau. Einmal Stoffhütchen. Oh, das macht dich niedlich. So. Dann hat mir Katrin einmal beantwortet, was dieser Rhynio Gnata ist. Da bin ich ja bei den Engramm durchgestolpert. Das ist irgendwo im Sattel relativ weit unten gewesen. Apropos relativ weit unten, ich habe nur 2 Level. So, was machen wir damit? So, 96. Bringt uns das irgendetwas? Gigantosaurus-Sattel? Ja, schön. Shock-Tranquilizer? Okay. Das ist nicht schlecht. Ich bin blöd, dass wir das erste Spiel freischaltet, aber... Kacharo. Okay, geht's wieder los. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber der Rhynio Gnata, der war nicht so weit weg. Hier, Level 90. Ist von der Form her schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Könnte dann 1000 Meter passen, aber wird nicht ganz hinkommen. Aber ist ein Rieseninsekt, das fliegt und Dinos tragen kann. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich glücklich darüber bin oder unglücklich, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Oder es. Da gibt es ein bisschen Interpretationsspielraum. Elektro. So ein Zeppelin natürlich auch irgendwie geil. Wollen wir so ein Zeppelin einfach an der Oberfläche sein könnte? Wenn ich mir ein Dach drüber baue und dann über die Oberfläche rüberfliegen? Ob das möglich ist? Die Oberfläche ja nicht ganz in meinem Plan mit drin, aber wenn das mit so einem Zeppelin geht, warum nicht? Man dann halt mal gucken. Müsste auch mal schauen, wie die Steuerung von dem Ding ist. Aber theoretisch Zeppelin rauf, runter. Also eigentlich müsste ja so Hubschraubersteuerung haben, nur ein bisschen träge. Also einen Blick auf die Oberfläche könnten wir damit auf jeden Fall mal wagen. Ich musste nochmal auf die Nächte etwas länger stellen. Die sind ja momentan stark eingekürzt, weil eigentlich auf jeder Map ist Nacht irgendwie absolut nichts bringt, außer dass es dunkel ist. Dass das jetzt hier auf der Map natürlich spielerisch noch Vorteile hat, das werden wir dann, ja... Ist ein bisschen doof, deswegen muss ich das einmal wieder umstellen, aber das passt schon. Ja, endlich hat er sich eine Teleporter-Remote gemacht. Ja, ich weiß. Wir haben Rockdrake, genau. Ja. War überschaubar bis kommentartechnisch, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Hatte ja mehrfach erwähnt, dass ich da sowieso nicht so gut hinterherkomme. Dachte, mein Stand ist jetzt Samstag früh, die Folge ist jetzt, wenn ich mich jetzt ganz vertue, für Montag. Also... Ich müsste jetzt heute auf jeden Fall noch bis mindestens Mittwoch, mit besten Fall sogar noch bis Freitag aufnehmen. Also entsprechend ist da der Zeitversatz einfach drin. Super. Wir wechseln in die nächste Folge rüber. Wir haben einen Draco, mit dem wir ausfliegen, ausklettern, ausgleiten, wie auch immer können. Da bin ich sehr gespannt drauf, beziehungsweise wie er sich gegen einen Alpha-Kakinos schlägt. Das ist ja jetzt mal die interessantere Frage. Hui. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.